Portugal galt lange als Bollwerk gegen den europaweiten Rechtsruck. Doch die vorgezogenen Parlamentswahlen am Sonntag, 10. März, zeigen einen klaren Zugewinn für die rechten Kräfte Portugals. Die regierende Sozialistische Partei um Pedro Nuno Santos hat nach Auszählung von 99% der Stimmen, mit 28,7%, ihre absolute Mehrheit verloren. Der Koalitionspartner der PS, die Demokratische Allianz, lag mit 29,5% nur knapp davor, berichtete die deutsche Presseagentur. Sieger der Wahl war die rechtspopulistische Chega-Partei. Sie konnte ihren Stimmanteil von 7% im Jahr 2022 auf nun 18% steigern, hieß es in Berichten der deutschen Presseagentur. Die Wahlergebnisse deuten auf einen möglichen Regierungswechsel in Portugal hin. Doch bleibt eine Regierungsbeteiligung der Chega-Partei fraglich. Im Vorfeld der Wahl hatten sowohl AD als auch PS eine Regierung mit der Partei ausgeschlossen. Auch im Zusammenschluss mit kleinen Parteien kann die ehemalige Koalition höchstwahrscheinlich nur eine Minderheitsregierung stellen.